Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge vom Road to Gold Projekt. Heute spielen wir als ADC, denn die neuen Items sind da. Es kam ja noch das Senna-Video und lass mich kurz lügen, das Annie-Video. Die beiden kamen ja noch passend zum alten Patch, obwohl der neue schon draußen war. Dem geschuldet, dass ich ein bisschen vorproduzieren musste, aber egal. Jetzt haben wir auch die neuen Items. Und davon sollen tatsächlich einige ADCs profitieren. Unter anderem auch der Mr. von und zu 4. Und darum probieren wir das mal. Ich meine, ich habe schon das ein oder andere Game gegen ihn gespielt und auch mit ihm, wo ich dann zum Beispiel der Support war oder so. Und das sah ziemlich witzig aus. Huch. Oh, hätte gern den letzten Hit gemacht. So. Da kriegen wir zumindest den Flash. Sehr schön. Das läuft doch schon mal sehr gut, ey. Gerne mal resetten. Ach komm. Okay, dann mal das nicht. Jetzt war jetzt ein Goldvorteil. Ich hätte es auch locker machen sollen. Unsere Ashe hat 2 Kills gemacht. Sehr schön. Jetzt habe ich gar nicht die Frage von Malphite beantwortet, ob der AP gehen soll. Ich meine, wenn ich Warwick wäre, würde ich wahrscheinlich Armor bauen bei unserem Team. Er hat oben auf jeden Fall ein schlechtes Matchup reingepickt. Aber das soll uns nicht stören. Wir wollen natürlich einfach gucken, dass wir hier erstmal ein bisschen farmen. Ashe ein bisschen poken lassen. Mit Hail of Blades ist sie ganz schön nervig. Aber ich denke mal, das brauche ich euch nicht sagen. Bin ich geblockt. So, my bad. Ich habe gar nicht so wirklich realisiert, wie weit die schon vorne ist. Natürlich jetzt ein bisschen bad für mich hier. Also ein bisschen respektieren. Hier kann er mich nicht hitten. Und wenn ihr gegen Pyke spielt, immer, oder generell gegen Hooked Champions, versucht immer schön hinter Minions zu bleiben. Da können die euch nicht viel. Mist, ich dachte, ich habe ein bisschen mehr Damage. Aber das war trotzdem gut. State echt? Oh. Leider gerade super bad, was Last Hits angeht. Wenn sie den Slow da drauf bekommen. Oh, die kriegen den nicht. Oh, das ist bad. Leute gehen echt auf Geldfoss zuerst. Well, actually. Ich kaufe mal Seal. Ich dachte eigentlich, dass sie first auf Stormraiser gehen. Hier wegen Nunquiver. Aber egal. Kannst du ihn hier einfach wegjumpen? Oh, da kommt Warwick. Ich glaube übrigens, warum der Warwick Level 1 so reingehintet ist, weil er dachte, dass er mit Lethal Tempo da deutlich besser dabei ist. Bin natürlich jetzt ein Level behind, weil wir gerade eben gute XP gemisst haben. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Haben wir gerade gut Leben verloren. Tatsächlich ein bisschen eine. Ich würde auch gerne mal Kills bekommen. Oh, droppe ich jetzt echt die Wave dafür? Ja, komm. Sind mal gar nicht so. Ach man, also wirklich, ich hätte gern mal irgendwelche Kills. Ach man, ey. Ich möchte doch auch Items kriegen. Ich hab verkackt, ich hab kein Mana. Oh. Hab's auch ehrlich gesagt gar nicht verdient, dass ich irgendwas bekomme mit dem Farm, ey. Aber sie farmt auch so bad. Egal. Can win. Can win. Ist auf jeden Fall schon mal eine richtige Fiesta hier unten. Keine Ahnung. Ich habe das Matchup auch schon gespielt. Da habe ich AP Malphite gespielt. Und da hatte der Timo nicht ganz so viel Spaß. Egal. Wir machen das. Wir sind gut. Ach, der Yasuo soll die Schnauze halten. Ich möchte doch nur irgendeinen Kill. Bitte.
Egal, ich farm die Wave. Okay, Yone kommt runter. Bitte fightet jetzt nicht dumm. Angst, dass er gleich den Superman macht. Oh. I'm dead, no? Komm. Sehr schön. Ich hätte fast noch einen Double Kill da rausgeholt, aber ich denke mal, das ist fein dafür, wie es gelaufen ist. Natürlich ärgerlich, dass ich jetzt mit knapp 1100 Gold mir nichts kaufen kann. Aber egal, wir machen das. Unsere Ashe ist super fett. Seid so traurig, ne? Stellt euch mal vor, ich hätte ein paar Kills davon bekommen. Das ist halt immer so ein bisschen der Nachteil, wenn ihr Jhin spielt. Ich sag mal, der ein oder andere Kill, den hätte ich vielleicht nicht bekommen, den hätte Ashe sich holen. Oder den musste sie sich holen. Ist auch alles fein. Haben gerade aber auch echt leider eine Scheiße zusammen. Und wenn sie Ult hat, könnte sie theoretisch auf die engagen. Sollten eigentlich stärker sein. Das ist halt wirklich die Frage, wo ist Pike? Wo ist Pike? Das gefällt mir gar nicht, dass ich den nicht sehe. Schon wieder? Ich krieg keine Kills. Hä? Oh, der auch noch. Natürlich ärgerlich. Aber ich wollte die Plating noch haben. So, wir haben auf jeden Fall Gale Force, wenn wir in der Base sind. Ich dachte nicht, dass die Kuh diesmal reicht. Schön. Der wird wahrscheinlich free. Ah, ne, braucht er gar nicht. Ah, da dachte ich eigentlich, dass ich mit dem Gale Force mir diesmal den Kill secure. Aber leider nicht. Das ist einfach nur dämlich aus. Ich durfte endlich meinen Kill machen. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Dass ich echt noch meinen Kill machen darf hier. Das grenzt ja fast an Zauberei. So, Ashe ist gerade Top-Lane. Das heißt, zählt auch nicht allzu viel unten. Jetzt habe ich auch noch den Noon-Quiver. Also ich glaube tatsächlich, mein wird eigentlich eher auf Stormraiser First gehen. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das ja die neue Passive hier. Oder hat das die Passive, dass die Energized Attack und Bonus Damage macht. Und dann habe ich schon gesehen, im Late Game macht das einfach so 700 Damage. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir hier alleine auf der Lane sind. Sie hat Krake fertig, aber das sollte gerade in Ordnung sein. Fangen wir hier mal noch eine Trap hin. Kurz überlegt, ob ich einfach mal ulte. Okay, ich habe den Pike zumindest noch bekommen. Ja, ich hätte wahrscheinlich einfach rausgaleforcen können. Wäre wahrscheinlich ein bisschen smarter gewesen, aber egal. Ich denke mal, ab Stormraiser wird es ein bisschen geiler. Der Herald sollten wir eigentlich kriegen. Es wird leider auch nicht den meisten Spaß da. Aber auch noch keinmal meine Ult benutzen, ne? Ja, nee, auf der Killing Spree wird natürlich ein bisschen ätzend. Sehr schön, haben wir den Shutdown noch bekommen. Wir sind jetzt logischerweise die Pike Ult respekten. Das war sehr gut. Good job, Ashe. Schreiben wir natürlich auch mal rein. So. Dann als nächstes geht's Richtung Rapid Fire. Wollen ja ein bisschen Range haben, ne? Also schon mal die Energized Attack 250 Magic Damage. So, das ist der Yone. Der Teemo. Wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, ich bin tot. Ach, es ist so stupid, ne? Also er macht einfach nur ein bisschen Rechtsklick auf mich, aber weil er 8-2 zu dem Zeitpunkt steht. Ja. Ich darf ihn da nicht angreifen. Wenn ich meine wenig mache und nicht geslowt bin, kommt er nicht weiter an mich ran. Das war my bad. Aber egal, wir machen das. Hätte auch raus Geld forcen können. Hätte ich auch machen können. Ich hatte einige Möglichkeiten. Er so kriegt um den Turm.
Sehr schön. So ärgerlich, dass die Trista jetzt noch den Turm bekommt. Ja, ich wusste, ich darf da nicht hingehen. Aber egal. Dann bin ich dumm weggehintet. Ja. Das Gute ist, dafür, dass ich nur 4 Schuss habe, ist die Ashe zumindest auch sehr gefeedet. Ich meine, sie hatte auch 2 Items. Das heißt, sie macht zumindest auch guten Damage. Also gut gemacht mit der Ult. Dann auch noch seine Ult weggenommen. Heißt, wir haben nochmal so, sagen wir 90 Sekunden oder so Zeit. Catch auf Teemo. Okay, gut, ich hatte kein Heal ab. Aber diesmal sind wir cleverer und laufen einfach. So, können uns jetzt nochmal Seal kaufen. Hat schon wieder geholt, ne? Dazu kriegt der Ball da unten immer mehr. Mal, ob ich vielleicht unten mit hinkommen kann. Sehr schön. Ich hoffe, da habt ihr es übrigens gerade gesehen, was für ein Damage da rausgekommen ist. Natürlich jetzt schlecht. Vier, drei, zwei, ein. Wäre der nicht da gewesen, hätte ich meine W wieder abgehabt. Das hätte maybe gereicht für den Yone. Wie macht die? 415 hätte auf jeden Fall gereicht für den. Hopp, da flash ich lieber raus. So, wir haben jetzt Rapid Fire. Also wir können auf eine höhere Distanz schießen. Dann, was gehen wir denn? In BT sonst noch gehen für mehr Damage. Oder wir gehen Lethality. Wir gehen Collector für Lethality. So rum. Und natürlich auch vielleicht Lord Dominix für ihn bauen, dass wir da ein bisschen besser durchkommen. Nice. Wir haben auf jeden Fall gerade gut Gold bekommen. Sehr schön, du kannst laufen. Ja, ich sollte jetzt langsam sehr strong sein. Hier 400 Bonus Magic Damage für eine Attacke. Das ist ganz nett. Ein bisschen Angst vor einem Yone Flank, sag's es ist. Aber die machen einfach zu zweit Nash. Das ist bitter. Oh. So, die ist Botlane gestorben, okay. Pilze sind schon wieder so ätzend. Mann! Ich sterb, ne? Ja, 2 Pilze und eine Kuh, ey. Das ist so ekelhaft, ey. Das ist echt ekelhaft. Eis, chillt. Ich habe gerade irgendwie kein gutes Gefühl bei dem Game. Ich weiß auch nicht, ob man nicht lieber AI geht statt Gale Force. Wir leben aber jetzt sofort wieder. Okay, das war's. Schade. GG well played. Kann ich nicht mehr abschicken. Dann eben nicht. Ach, schade. Sonst war es eigentlich ganz witzig. Wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen, wenn ich zwischenzeitlich mehr Kills bekommen hätte, dass ich früher einfach nur einmal rechtsklicken machen muss, um die zu töten. Aber egal. Ja, vielleicht nochmal GG well played reinschreiben. Kann man nichts machen. Most damage easy. Anders ärgert mich, dass wir das verloren haben. Das war unnötig. Hier noch einmal kurz die Runen. Ja. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.